Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Amokfahrt auf A100, womöglich islamistischer Anschlag. Lehrervertretung wirft schweres Verrat vor. Und Müller will bei Gaststätten Regeln nachsteuern. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten vom 19. August 2020. Die Unfallserie vom Dienstagabend auf der Stadtautobahn A100 stellt sich als gravierender heraus als anfangs gedacht. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich nicht um einen Unfall, sondern um eine Amokfahrt. Darüber hinaus gehen die Ermittler bei dem Vorfall aktuell von einem islamistisch motivierten Anschlag aus. Gegen 18.50 Uhr hatte ein Autofahrer nähe der Ausfahrt Albuinstraße am Dienstagabend auf der A100 absichtlich mehrere Fahrzeuge, darunter 5 Pkw und 3 Motorräder, gerammt. Nach Informationen des Tagesspiegels soll der Täter, der Iraker Samrat A., dabei gezielt Motorradfahrer angefahren haben. Nach dem letzten Unfall habe der Täter angehalten und auf der Autobahn einen Gebetsteppich ausgebreitet, um auf diesem zu beten. Ein Streifenpolizist konnte ihn daraufhin festnehmen. Aktuell ermittelt der polizeiliche Staatsschutz. Ein Haftbefehl wegen dreifachen versuchten Mords wurde beantragt. Nicht nur die ursprüngliche Attacke sorgte in der Folge für großes Verkehrschaos in der Stadt. Nach dem Angriff war die A100 mehrere Stunden bis in die Nacht gesperrt. Wegen eines kurzzeitigen Verdachts auf Sprengstoff mussten Menschen nachts zwischenzeitlich ihre Wege verlassen. Am Mittwoch waren beide Spuren wegen polizeilichen Ermittlungen nochmals mehrere Stunden gesperrt. Nach Äußerungen von Sandra Scheres in der Abendschau des RBB wird die Bildungssenatorin nun von der Berliner Lehrervertretung scharf angegriffen. Im Fernsehen hatte Scheres über die Corona-bedingte Schließung des Friedrichshagener Gerhard-Hauptmann-Gymnasium gesprochen. Den Lehrkräften vor Ort warf sie dabei vor, sich nicht an Hygienevorgaben gehalten zu haben und nicht Abstand gehalten zu haben. Nach Informationen des Tagesspiegel kritisiert die Personalvertretung in 2 Briefen nun die Senatorin. Der Vorstand des Gesamtpersonalrats beklagt, dass Scheres die Lehrer unter Generalverdacht stelle. Für alle Kollegen sei dies eine schallende Ohrfeige. Das Gremium erwarte eine öffentliche Rücknahme der Behauptungen durch die Senatoren. Der Personalrat der zentralverwalteten und beruflichen Schulen ging in der Kritik noch weiter. Laut Tagesspiegel ist in ihrem Brief an Scheres davon die Rede, dass die Beschäftigten die Äußerungen der Senatorin als Verrat empfänden. Wegen nachhaltender Verstöße gegen die Gebote der Corona-Eindämmungsmaßnahmen in Restaurants und Kneipen besteht laut dem regierenden Bürgermeister Michael Müller und dem Senat Handlungsbedarf. Wie Müller am Abend nach der diensttägigen Senatssitzung erklärte, müsse nachgesteuert werden. Zwar gingen die meisten Wirte und Gäste verantwortungsvoll mit der Situation in der Corona-Pandemie um, allerdings sehe man auch das Gegenteil. Die Regierende kritisiert, dass Abstandsregeln missachtet würden und Anwesenheitslisten zur Kontaktnachverfolgung nicht geführt werden würden. Der Senat denkt deswegen über eine Aufklärungskampagne mit unter anderem Plakaten oder Radiospots nach. Allerdings seien mit Blick auf die Geschehnisse in den Kneipenvierteln, beispielsweise in Mitte, Kreuzberg oder Neukölln, auch begrenzte Alkoholverbote als mögliche zukünftige Eingriffe denkbar. Und damit zu den Wetteraussichten. Abends wird es immer klarer am Himmel. Die hohen Temperaturen halten dabei lange an. Bei sternklarer Nacht sinkt das Thermometer nicht unter 16 Grad. Am morgigen Donnerstag wird es warm und leicht bewölkt. Die Höchstwerte am Donnerstag liegen bei 30 Grad, dabei bleibt es trocken. Es bleibt weiterhin sommerlich. Freitag gibt es bei leichten Wolken bis zu 34 Grad. Bei 28 Grad wird es Samstag windig, es kann auch zu Schauern kommen. Sonntag bleibt es dann trocken, aber bei fallenden Temperaturen ist es weiter windig. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen.